Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Im Anbetracht der etwas ekligen Temperatur draußen, sprich es ist fürchterlich warm, hier in der Wohnung ist es auch fürchterlich warm, möchte ich heute einfach mal ausprobieren, eine kleine Aufnahme ohne Kopfhörer zu machen. Das heißt, ich habe im Hintergrund die Boxen an und hoffe, dass die nicht zu laut sind, sprich, dass der Spielsound nicht zu laut ist, sodass ich ihn auch höre, aber er nicht mehr im Mikrofon ankommt. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Wird also erstmal ein kleiner Testlauf. Macht euch möglicherweise auf das ein oder andere kleine Echo-Geräusch. Ich kann nicht mehr sprechen, es ist zu warm. Macht euch darauf gefasst, dass es vielleicht das ein oder andere Echo geben könnte. Aber es wird erstmal eine Testaufnahme, wie gesagt. Das heißt, mit ein bisschen Glück funktioniert das sogar ohne große Störgeräusche. Und auch bei den Temperaturen funktioniert eine Aufnahme, denn unter meinen Kopfhörern möchte ich gerade nicht stecken. Wie auch immer, wir fangen einfach mal an und schauen einfach mal, wie das Ganze heute so läuft. Ein neuer Run und ich weiß schon gar nicht mehr, was war denn mein letzter Run? War das Maggie? Oder war das das Blue Baby oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Mal gerade ganz kurz gucken, wo wir denn so recht weit waren. Irgendwie haben wir mit den meisten ja durchaus jetzt schon den normalen Himmel und die normale Hölle zumindest geschafft. Hier bei Azazel, da fehlt uns noch der gute Isaac. Allerdings haben wir da den Zeitrun schon geschafft. Das finde ich also ein bisschen langweilig. Mit Lazarus waren wir nie im Himmel. Ich würde sagen, das könnten wir doch jetzt einfach mal ausprobieren. Einmal mit Lazarus den Himmel vermöbeln, beziehungsweise den Isaac vermöbeln. Wir kriegen direkt am Anfang eine Lockdown-Pille, wie sich das gehört. Wunderschön. Genauso, wie man das nicht unbedingt haben möchte. Es fühlt sich ein bisschen seltsam an, ohne Kopfhörer zu spielen, muss ich sagen. Es wirkt irgendwie, der Sound wirkt plötzlich so klar gerade. Und irgendwie ungewöhnlich. So extrem ungewohnt alles. Oh, die sind aber flott. Irgendwie hatte ich etwas erwartet, dass sie ein kleines bisschen langsamer sind. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, mich irgendwo hinzubewegen, wo ich eingekesselt werde. Zu sehr. Aber das war's. Okay. Viel mehr können sie dann doch nicht. Wir haben mit Lazarus das eine Bonusleben. Nenne ich das einfach mal. Oh, wir kriegen einen Pilz. Speed und Range ab. Ja. Kann ich erstmal nehmen. Der Typ, der... Aua! Was war das denn? So ein Mist. Der Typ, der da rumsitzt, ist wahrscheinlich sogar auf dem ersten Stockwerk theoretisch deutlich besser als ein Shop, weil der wahrscheinlich weniger benötigt als als so ein Shop, weniger Geld, aber ich weiß trotzdem nicht, ob das Sinn macht. Der kleine Stein! Tatsächlich zum ersten Mal? Was wie? Moment. Achso, der ist nur freigeschaltet. Wir haben ihn noch nicht gekriegt. Verdammt. Arg. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt vielleicht auch schon gekriegt, aber nö. Das war wohl nichts. Ein Schlüssel wäre also noch ganz toll gerade. Oh, der kommt hier hin. Au. Der wurde natürlich genauso geschubst. Finde ich nicht gut. Das war gerade ziemlich fies. Au, das war auch ziemlich fies, weil ich irgendwie trotzdem ausweichen musste. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich möchte nicht hier gegen den Fight schon irgendwie draufgehen. Temperance, naja. Wirkt mir gerade auch irgendwie so gar nichts. So richtig gar nicht. Ich möchte bitte erstmal die komischen... Na, auf der anderen Seite ist es egal. Hauptsache ich töte erstmal welche. Eigentlich ist es fast wurscht, welche. Ja, komm, ich mache es mal. Kaboom. Und bekomme einen Schlüssel. Und dann schauen wir mal, weil da oben ist ja zumindest noch die Truhe und ich hoffe, dass da was Sinnvolleres drin ist als eine Bombe. Boah, ein bisschen... eine ganze Menge Geld. Oh, da gehe ich doch nochmal zu dem Typen hier hin. Für 15 Münzen wird er mir wohl was Sinnvolles anbieten. Shop ginge natürlich theoretisch auch, ich habe aber gerade keinen Schlüssel, das heißt, ich mache es einfach mal so, oh toll. Bäh. Das ist ungefähr eines der miesesten Spacebar-Items, die man hätte kriegen können. Oh ja, ich habe ihn sogar getroffen, Wahnsinn. Ganz toll. Stirb, Monstro. Geh drauf.
Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat weniger Leben. Seit weiß ich nicht wie lange, aber er stirbt nicht mehr so langsam. Also er stirbt immer noch relativ langsam, aber nicht so langsam. Naja, vielleicht ist es auch alles nur Einbildung. Keine Ahnung. Damage. Ich brauche Damage. So kriege ich zumindest den Time Drain nicht hin, aber das ist nicht so schlimm gerade. Ich habe ja noch durchaus eine Menge anderen Kram freizuschalten hier mit dem guten Lazarus. Da ist das okay. Und ein bisschen Leben kann natürlich auch nicht schaden. Wir sind sogar noch tatsächlich aktuell in der Zeit, aber das muss natürlich auch erstmal nichts heißen. Ja, aua. Verdammt, ich dachte irgendwie, er schafft es nicht direkt bis zu mir hin in einer Bewegung. Stiere. Oh, ein Schlüssel. Perfekt. Damit kriege ich zumindest den Itemraum schon mal auf hier. Was ganz schön ist. Über all diese komischen Fette. In die Arkade will ich ehrlich gesagt gerade noch gar nicht rein. Auch wenn natürlich Arkade immer gar nicht so schlecht ist, aber... Guckt aber gerade weit. Zu viele Spinnen. Können wir bitte mal gerade die große, genau. Die nervt nämlich gerade am meisten. Weil ich diese ungefähr gar nicht berechnen kann. Ich meine, die anderen auch nicht, aber... Die sind immer so unberechenbar, die großen. Also noch schlimmer als die anderen. Oh Gott. Noch schlimmer als die anderen, wollte er sagen. Kam dann in einen Raum, wo noch mehr von diesen Drecksviechern rumeiern. Warum hat der Blaue mir jetzt gar nichts gegeben? Finde ich nicht in Ordnung. Und das ist au, 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 au. Das meine ich mit, die sind nicht berechenbar. Springt irgendwie quer durch die Pampa. Eine Gabel. Ja, besser als gar nichts. Consume thy enemies. Was ist das? So eine Karte auf jeden Fall. Das war die. Die Karte, die weiße Herzen gibt. Das ist nicht schlecht. Die nehme ich natürlich erstmal direkt. Definitiv besser als die komische Bohne. Ich treffe das Viech nicht. Stirb. Bitte. Jetzt könnte ich die Bohne gerade gebrauchen. Damit würde ich den wenigstens treffen und dann auch auf längere Zeit gesehen ein bisschen Schaden machen. Ich meine, ich bin sowieso schneller gerade. Das heißt... Peng. Eine Pille. Und es ist Speed Up. Ja, noch schneller. Bin ja noch nicht schnell genug. Arg. Jetzt darf ich natürlich überhaupt keinen Schaden mehr nehmen, sonst ist mein weißes Herz direkt weg und das wäre schade. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt noch mehr aufpassen als vorher. Nein, theoretisch... aufpassen muss man ja irgendwie immer... Oh Gott. Die explodieren. Ich weiß das, ich erinnere mich. Die sind doof, die Viecher. Die wollen wir nicht. Die sollen möglichst weit weg eiern. Wenn ich sie töte. Nicht. Die explodieren aber nicht, wenn ich sie berühre, oder? Ich hoffe nicht. Das wäre echt böse. Auf der anderen Seite, eigentlich ist es gerade egal, wie viel Leben ich verliere. Hauptsache, es ist nicht... Naja. Ne? Da oben. Es wäre total super, wenn das Viech da oben sterben würde, sodass das hier... Mist. Das Ding noch mitnimmt. Den blöden Stein da hinten. Aber ich weiß leider noch nicht, wie viel Schaden das schon gekriegt hat. Mist. Das reicht nicht. Arr. Ja, verdammt. Dann halt so. Und dann kriegen wir den blauen Stein halt leider gerade nicht damit. Schade. Warum sind die gerade so schnell? So viel zu dem weißen Herz. Hat ja wunderbar funktioniert. Kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr voll in diesem Stockwerk. Auf diesem Stockwerk. Bis zum Boss. Das ist natürlich schade. Das heißt natürlich, dass wir jetzt kein weißes Herz mehr kriegen. Ich spiele gerade echt nicht gut. Echt gar nicht gut. So. Da habe, glaube ich, noch nicht ein Herz regeneriert durch diese blöde Gabel, ne? Die war nicht nur im Original Isaac schlecht, die ist immer noch richtig schlecht. Die Pockchance ist einfach viel zu niedrig. Das scheint nicht angepasst worden zu sein. Einmal doofe Gabel, immer noch doofe Gabel. Ein Schlüssel, der mir gerade leider nichts bringt, weil Shop, nö. Gerade nicht so arg. Die wäre gestorben. Verdammt. Aber ich kann mir das trotzdem lieber nicht
Ich sollte das lieber nicht riskieren, weil die schießen ja auch. So, da komme ich nicht dran. Das ist alles irgendwie traurig. Das heißt, wir kämpfen jetzt einfach so gegen den Horn. Können aber, nachdem wir den Horn getötet haben, durchaus noch uns auf jeden Fall ein Herz für das nächste Stockwerk machen. Die will es auch gerade alles nicht so, wie ich das gerne möchte hier, ne? Mistspiel, böses Spiel. Uah, au. Es könnte sein, dass ich jetzt gleich gegen den Horn tatsächlich das Ganze nicht überlebe. Wäre natürlich nicht schön. Ah. Stirb, Horn, stirb. Oh. Au. Das meine ich mit, ich könnte das nicht überleben. Au. Mit einem... What the hell, man... Mit einem Leben kommt man wieder? Au, das ist aber hart. Das ist aber hart. Na gut, okay, wir machen es einfach nochmal. Finden eine Bad Gas Pille direkt am Anfang. Toll. Die richtig guten Items. Ja. Ich bin nicht mehr so schnell wie gerade. Ich sollte aufpassen. Ich sollte schwer aufpassen. Geht aber auch direkt mit nicht unbedingt schönen Räumen los hier, ne? Wow. Okay. Zack, zack, zack. Zumindest sind die nicht allzu schwierig, die Gegner hier. Wir sehen natürlich auch direkt nicht genau, wo wir hin können, sollen, dürfen, müssen. Auch super. Ach so, okay. Es sind solche. Einmal hin. Also ich dachte gerade, das wären gegnerische Fliegen, die da auf mich zukommen. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Noch so ein großer Raum. Das gibt es doch nicht. Hark. Hilfe. Ach ja, das ist so einer. Geht nochmal kaputt. Da. Der ist aber... Ist der zu... Der hell? Folgt der mir da trotzdem gerade? Ich glaube nicht, ne? Aber er ist zu so einem geworden. Das finde ich ja interessant. Der wird gar nicht zu einem normalen Großen wieder, sondern zu einem kleinen ohne Kopf. Voll faszinierend. So. Oh, ein Pink Eye. Das ist cool. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Waren wir hier oben schon? Nein, waren wir noch nicht. So, ich habe theoretisch eine Bombe. Eine Bombe reicht mir gerade nicht, dass mir das irgendwas Sinnvolles hilft. Also wir machen das jetzt so. Und so. Ich blicke leider gerade schon wieder nicht mehr, wo ich schon war und wo ich noch hin kann. Ach, fuck. Hier glaube ich erstmal so da oben rein. Ich versuche das jetzt irgendwie alles halbwegs sinnvoll abzuarbeiten. Ja, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert gerade nicht. Kann es sein, dass es auch noch ein großes Stockwerk ist? Weil das ist schon ziemlich groß hier. Und weitläufig alles. Muss ich ja mal so sagen. Ja. Nicht reinlaufen. Nicht reinlaufen. So, was haben wir hier? Ist das Ipecac? Nein. Arg. Ipecac wäre jetzt toll gewesen. Wir kriegen komische Bouncy-Tiers. Sind theoretisch auch nicht so schlecht, aber weiß ich nicht. So richtig toll sind sie auch nicht irgendwie. Die können richtig gut sein. Mit den richtigen zusätzlichen Power-Ups rockt das, glaube ich, ziemlich gut. Aber naja. Okay, wir gucken weiter. Weil ich keine Ahnung habe, wie weit wir schon sind, wie weit wir noch müssen. Was hier noch alles so rumhängt. Oh, 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 oh. Große, böse Spinnen. Groß sind die nicht mal. Also die, ja, die ist groß, aber das war es auch. So, da oben gehe ich mal gerade rein. Und hoffe, dass hier irgendwas Sinnvolles drin ist. Das eigentlich nicht. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Wollte da schon drin bleiben eigentlich. Oh, immerhin. Goathead und, ja. Ich sollte das nicht immer machen mit den roten Truhen, die einfach erstmal alle aufmachen und dann gucken. Oh, ich komme wieder hier rein. Das ist schön. Keine Explosive Diarrhea. Das auch nicht. Das ist schon wieder ein Lockdown. Toll. So, oh. Mehr Kram. Nehme ich natürlich gerne alles mit. So. Haben wir durchaus ein bisschen was gut gemacht an Leben und auch ein bisschen was an Geld. Seit wann fährt denn der jetzt außen lang?
So, da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr dran. Da hätten wir sowieso zwei Bomben für gebraucht. Das heißt, es ist nicht so dramatisch. Da ist der Shop. Da will ich aber auch nicht hin. Habe ich hier kein Geld für. Und hier würde ich an das Ding rankommen oder wäre ich an das Ding drangekommen. Blub, blub, blub. Wenn ich noch eine Bombe hätte, habe ich aber nicht. Das heißt, wir gehen zum Boss. Haben damit durchaus eine ganze Menge Zeit vertrödelt hier. Aber naja, es ist Dingel. Na, ganz toll. Den mag ich doch auch so extrem gerne. Weiche auch wieder viel zu viel aus. Dingel. Blödes Mistdingel. Oh oh. Steht direkt neben mir. Das ist nicht gut. Da sollte ich irgendwie versuchen wegzugehen. Au. Deswegen. Deswegen sollte ich versuchen, da wegzugehen. Hör auf. Man muss nur im richtigen Moment laufen, ne? Dann geht das sogar. Das darf... Au! Der hat mir nochmal richtig Speed aufgenommen gerade. Dingel ist irgendwie immer noch ein Boss. Da verliere ich Leben wie Sau, weil ich das einfach nicht gebacken kriege, dem ordentlich auszuweichen. Ich hasse den. Das ist ein fieser Boss. Der ist doof. So. Jesus Juice! Yay! Damage und Range Up. Damage Up ist gut. Range Up brauche ich jetzt zwar nicht unbedingt, aber hey, Range Up. Warum nicht? Warum nicht? Zeitlich weiß ich nicht, ob wir noch das aufholen können. Auf der anderen Seite mit dem Damage Up möglicherweise... Oh shit. Möglicherweise schon. Kaboom. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass der... weil er vergiftet ist, schon irgendwie schlecht explodiert oder so. Das, da sind die Zementdinger gut. Die Bouncy Tears. Und einfach mal schön hier so durchgurken und einfach alles treffen da drin. So muss das laufen. Genau so. Oh, crap. Erstmal bitte eigentlich die da oben. Die finde ich nämlich tatsächlich schlimmer, weil die zusätzliche Macht. So, was haben wir hier? Ganz viel Energie. Toll. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Bringt mir gerade gar nichts. Stelle ich mir gerade total overpowered vor mit der Karte, die wir hatten eben. Kann man sich ja Leben machen wie blöde. Bis es aufgibt, das Spiel. Oh oh. Das war aber knapp. Knapp davor. Eieiei. Okay. So. Ein Schlüssel. Meins, meins, meins. Mein Schlüssel. Was haben wir hier? Spinnen. Spinnen, komische Pinöbel. Oder was auch immer das genau sein soll. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht halt aus wie komische kleine Pinöbel. Bum, bum, bum. So, das ist die Pillendose. Das ist leider auch nicht Ipekak. Ich hätte gerne Ipekak gehabt eigentlich. Schade. Ja, was haben wir denn da? Mehr Energie. Immer mehr Energie. Bad Gas. Full Health. Paralyse. So. Ich habe einfach mal geguckt, was da also drin ist. Das hätte ja was sinnvoller sein können. War es natürlich nicht, aber hey. Hätte ja sein können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind da nicht gut. Deswegen sind die nicht gut. Wenn ich natürlich jetzt noch ein Leben verliere, dann kann ich in den Bossraum, in den Boss-Challenge-Raum, was zwar durchaus positiv ist, weil da würde ich gerne rein, aber ich würde da ungern rein mit Leben verlieren, sondern mehr so, weil, weiß ich nicht, ich spende irgendwo oder sowas. Das wäre mir lieber. Scheint mir aber nicht gegönnt zu sein. Natürlich noch nach Geheimräumen gucken, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. So, ich kriege das Ding auf jeden Fall hier nicht mehr voll. Ne? Das heißt, ich kann auch das Ding nochmal benutzen. Noch mehr Energie. Alles voller Energie hier. Bad Trip, natürlich. Sure. Bad Gas. Der Bad Trip ist jetzt insofern nicht extrem schlecht, also dass ich zumindest damit jetzt in den Boss-Challenge-Raum reinkomme, was mir natürlich auch erstmal überhaupt nichts helfen muss, aber helfen kann. Also es hätte sehr viel schlimmer kommen können. Oh. Dark Rewards. Aha. Das hat sich ungefähr nicht gelohnt hier. Ich möchte, glaube ich, das Pink-Ei behalten, weil das Pink-Ei halte ich tatsächlich für ein recht gutes Item.
Trinket, nicht Item. Jetzt habe ich nur das blöde Problem, dass ich die trotzdem noch hier alle töten muss. Und davon nichts hatte erstmal. Ja, vielleicht droppt er gleich noch irgendwas, aber ich glaube nicht dran. Wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, die Typen. So was findet man also, wenn man früh Boss-Challenge-Räume hat. Toll. Das war close gerade. Das war richtig close. Das war's schon. Okay, also Crap, Crap und Crappity Crap. Crap. Mehr gab's da leider nicht drin. Schade. Schade, schade. Geh mal zum Boss. Wir haben eine gefährliche Bad Gas Pille. Für Fistula, wo ich die natürlich nicht brauche. Und geplanterweise auch keinen Schaden nehmen sollte. Wobei das mit den Zementpillen durchaus problematisch sein kann, ne? Weil die irgendwie Gegner treffen, die man gar nicht treffen wollte eigentlich ursprünglich. Oh oh. Machen wir mal erstmal ganz viele komische Larven draus, weil die nicht so nervig in der Gegend rumeiern. Und ich ja sowieso irgendwie alles treffe so ein bisschen. Das heißt, ich kann das eh nicht vermeiden, dass da theoretisch nachher alles rauskommt. Dann kann ich auch direkt aus allem kleine Larven machen und dann nichts treffen. So, was haben wir denn hier? Torn Photo. Tears und Shot Speed Up. Kenne ich gar nicht, kannte ich noch nicht. Ein neues Item für mich. Welches Buch ist das? Ist das das Book of Shadows? Ich glaube schon. Das will ich dann nämlich gerade gar nicht haben. Nee. 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 Wenn es jetzt ein anderes Buch gewesen wäre, vielleicht so nicht. Da will ich aber rein. Das möchte ich mir angucken, was wir da so haben. Mehr Bad Gas haben wir da. Erstmal kriegen wir hier Leben wieder. Das freut mich, das ist schön. Flupp. Und dann sprengen wir noch den komischen Dings hier weg und schauen. Mani, da geht es nur ganz normal runter, da will ich aber nicht hin. Ich wäre jetzt gerne, hätte so ein Treppendingen genommen, weil da gibt es immer coole Items, aber das gab es da leider nicht. Ich nehme zumindest ein paar neue Bomben wieder, oder zumindest eine, wenigstens das. So ganz bombenlos ist nämlich auch immer doof. Das Pink Eye rockt tatsächlich gar nicht schlecht. Ich mag das. Das Pink Eye ist schön, aber das mochte ich auch schon immer. Ich mag aber auch schon immer Giftschaden eigentlich. Das ist immer toll. Man trifft den Gegner einmal und kann sich dann ein bisschen ausruhen. Ich mag Schaden über Zeit. Dots, wie man sie auch so schön gerne nennt. Zu meiner MMO-Zeit hat man das auf jeden Fall Dots genannt und ich nehme an, man tut es immer noch. Damage over time. Für die, die das nicht wissen. Muss ja nicht jeder so ein Nerd gewesen sein wie ich. Oh, wir kriegen eine neue Pille. Eine Battery-Pille. Die guten, die richtig guten. Sowas will man doch haben. So. Stehen die da drauf rum und... gut, dass ich um die Ecke schießen kann so ein bisschen. Ach, das sind ja noch mehr von den Viechern. Zack, 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 zack. Oh, was haben wir denn da Schönes? Oh, was haben wir denn da Schönes? Der Holy Shield. Holy Shield. Eines meiner durchaus Lieblings-Items. Das könnte ich jetzt machen. Ist aber blöd, weil ich komme dann zwar hin, aber nicht wieder zurück. Das auch irgendwie. Also mit dem Holy Shield komme ich hin und nicht wieder zurück, das meine ich jetzt. Was haben wir hier? Telepillen. Toll. Okay. Alles voller Pillen hier. Das ist ein Pillenrun. Wenn ich jetzt mal irgendwie den komischen Doktor gefunden hätte, ne? Das wäre total cool gewesen. Nein. Nein, die will ich nicht haben. Die will ich ganz und gar... Oh shit. Die will ich ganz und gar nicht haben. Lockdown, ja, das ist auch immer ein extrem tolles Item, das man dringend braucht. Die Full Health Pille nehme ich aber gerne. So, Hilfe, ich dachte, er stirbt. Er tut es aber nicht. Ah, aua. Das war blöd, ich habe die Richtung gewechselt beim Laufen. Sowas sollte man nie tun. Nie die Richtung wechseln. Beim Ausweichen und so. Stirbe. Hier. Ein Glück habe ich meinen Holy Shield, sonst hätte ich jetzt schon eins von den schwarzen Herzen verloren, was schade wäre.